Ja, natürlich. Ach du Scheiße, der ist noch. Kann man machen. Morgen ne? noch nicht da. Ein bisschen Stau geben jetzt. Ne? Vielleicht ein wenig, Werner. Ja. Samstag würde ich ihn dann brauchen. Vielleicht ist er bis dahin da. Das war Sorkum, ne? Ja. So, let's go. Wir hatten hier LKW und eine Laterne kurz einstellen. Unser? Nein, ist nicht unser. Das war mir gedacht. Was ist er für einer? Das ist Randy gewesen. Ah, Randy, okay. So. Ich weiß nicht, seit wann ist bei Werner zu groß. Miles, moin. Grüße. Was hat Stefan heute geraucht? Ich glaube, die Vorhänge. Ich habe echt gute Laune, ey. Mhm. Also, ich bin super entspannt auch. Ich glaube, es war mal wieder gut, frische Luft zu schnüffeln. Ja, jetzt lass mir mal die gute Laune vom Stefan nicht verhageln. Da. Ja, ich kann auch wieder in Rage-Modus gehen. Sag mal. Nee, jetzt nicht. Später. Muss man mich schon hart triggern, also. Ja. Tarabas, danke dir für deinen frischen neuen Sub. Vielen Dank für den Support. Viel Spaß mit den Emotes und willkommen im Zeitalter der Werbefreiheit. Vielen Dank für deinen Support. Dankeschön. Fleisch. 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 Boah, ich war heute bei, kennt ihr diese Franchise-Burger-Kette Five Guys? Ja, zwar nicht in Deutschland, aber in den USA. Ja. Sehr geiler Laden. Also richtig lecker. Ich gehe mal davon aus, die haben eine genau dasselbe Gedönsrad wie in den USA gemacht. Ja, ja, klar. Aber richtig dann lecker all the way und dann gib ihm. Ja, also es war wirklich tipptopp. Also im Gegensatz zu McDoof. Ja, besser. Also beste Alternative. War zwar ich war halt teuer. Bei McDoof. Oh, Werner. Nee. Nee. Kann euch berichten, der Planet irgendwas schmeckt scheiße. Yeah. Klein Chrissi in Abend. Du hast so ein Plant-Based-Ding reingehauen. Oder? Ja, ja. Was ist mit dir, Werner? Ich wollte es mal probieren. Oh, ich mache mir echt Sorgen. Oh, nein, wie kann man denn sagen, dass es nicht gut ist, wenn man... Das Elektroauto fährt. Also ich habe es auch schon probiert. Es war nicht meins. Nee, es ist sie wirklich nicht. Also nee. Ich wollte es auch mal testen, aber... Nee. Weiß ich nicht. Einen veganen Abend, Ansgar, geh weg. Ja. Ja, weißt du, das ist der... Weißt du, er will das hier, weißt du, der Mandarinschäler. Hä? Oh Gott. Da muss ich wieder dran denken, morgen eine Folge aufzunehmen, ein bisschen Lauch ansehen, ne? Mhm. Das findet er nicht witzig, glaube ich. Das findet er echt nicht witzig? Nee. Also die Leute enjoyen das alle, also. Ach. Wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte für Video-Editing, ne? Ja. Dann würde ich bei den Lauchpflanzen so ein Ansgar-Face dahin machen. Ja, das, hätte was. Das. Liebe geht raus an die Modder. Mach doch mal bitte einen Modder. Ja, das ist. Yeah. Ich finde es weder witzig noch unwitzig. Ach komm. Da so kleine Ansgars auf dem Feld stehen, weißt du? Ich stehe diesem Gag neutral gegenüber. Ach, Ansgar. Ach, weißt du. Mach doch mal das Hemd auf. Richtig. Stefan? Ja, bitte. Wollen wir dann den. Dann holen wir aber noch den Holmer als Mod drauf. Ne? Also diesen von Giants, ja, den, ja, ja, den wir nachgeliefert haben. Ja, ne? Auf jeden Fall. Der ist gut. Der ist definitiv gut. Ja, das funktioniert ja schon mal. Ich finde es gerade geil, wie das Feld jetzt hier gerade nachsynchronisiert. Ja, das ist echt witzig, ne? Ja, ja. Du säst da an und... Guck mal, da sind Bäume und gleich sind die auf einmal alle weg. Husch, husch. Ab ins Görbchen. Oh, ich habe hier einen Storno an Kasse 2. Was? Heftiger Storno, oder? Ja, das ist alles hier verstopft. Ja, Essen. Ja. Das sind die Leute, die Sexer-Trays immer auf die Kasse stellen, weißt du? Die hasse ich auch. Gute Nacht, Hanni. Lauch ist gesund und man kann vielseitig einsetzen. Sehe ich genauso. Kannst du mit dem Big Mac auch machen. Richtig. So, ich fahr jetzt auch mal in die Ecken, Mario, damit man das andere Kopfzeug da wegkriegt, ne? Ja, ist eine, ja, keine schlechte Idee. Ja, dachte ich mir. Wir haben übrigens immer noch 14% trotz dem kleinen Fett, den wir dazu gekauft haben. Also das ist ja mittlerweile, ach so, ja, flächenabhängig, gut. Von daher. Ja. Da das kleiner ist, ne, da passt das auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, dann geht das noch. Würde ich auch sagen. Ist dann halb so wild. Papa. Können wir nächstes Mal Bäume ohne Blätter pflanzen?
Ohne Blätter? Nur so Stängel, die nach oben gucken? Was, möchtest du Bäume pflanzen? Ja. Kann man machen, ne, Ernte. Oh, ich habe doch Bäume gepflanzt. Vielleicht will ich meine eigenen Bäume haben. So, danke auch für die ganzen Follows, Leute, ne? Vielen lieben Dank. Wir haben einen, danke. Oh, bitte. Baum. Das sind Nadeln, Werner? Okay, dann sind es halt Nadeln. Was macht denn eure... ihr braucht bei uns wirklich keinen Hackschnitzel mehr, ne? Ihr habt jetzt genug von dem ganzen Gedöns da, ne? In der Relation ist es wirklich sehr viel weniger runtergekommen, als wir gedacht haben. Ja. Okay. Also sie wachsen... Warte nicht. Sie wachsen nach, aber... Haben wir denn noch... Also irgendeiner hat ausgerechnet, bei der Fläche hätten irgendwas um die 5 Mille runterkommen müssen. Und wenn, ich sag jetzt mal, noch nicht mal 500.000 dabei rumgekommen sind. Ja. Das war aber sehr, sehr wenig. Aber es war auch gedüngt, gekalkt, alles tippitoppi. Alles. Ja, okay. Das war nicht schön. Das ist natürlich ärgerlich, ne? Weil der Aufwand natürlich auch sehr groß war, ne? Dankeschön. Das Anpflanzen war halt. Das war jetzt einfach eher. Danke, Stefan. Das war jetzt nicht böse Schmerz, gemeint. Nein, ich weiß schon. Ja. Du hast heute einen witzigen Tag. Ich finde es okay. Ja. Ja. Wie Werner den Eingeschnappten spielen kann, das wusste ich gar nicht, dass er so eine Diva sein kann. Ein Snickers oder wie? Eine Diva? Wäre ganz Paket, aber. Bei dir läuft es mit dem Hacken hier, oder? Hm? Bei dir läuft es mit dem Hacken. Also zumindest mit dem Abfahren läuft, ne? Ja. Also die Route ein bisschen umgelegt. Warte mal. Gibt es einen Ingame-Mod, etwas besser den Texturunterschied zu sehen? Also du siehst ihn schon hier ordentlich, ne? Also wenn du nah dran bist, siehst du schon. Also es gibt bald... Na, von der Textur her glaube ich auch nicht. Du kannst halt Shader draufpacken. Aber ich spiele zum Beispiel in Vanilla, also von den Einstellungen. Ich habe keinen Shader drauf oder irgendwelche anderen Sachen. Ich spiele das halt ganz normal. Also du erkennst das schon ganz gut. Ich fahre jetzt nur das Außen, also hier das Vorgewende, fahre ich automatisch einmal oder beziehungsweise manuell rum und gleich fahre ich dann in Bahnen, da geht das halt besser. Aber man kann das schon gut erkennen. Finde ich. Guck mal, also. Gut, ich habe natürlich alles auf Maximum von der Auflösung her, ne? Bei dir kennt man es ja nur etwas gut, weil nicht noch kalt drauf ist. Aber ansonsten würdest du es auch erkennen anhand der Stoppeln eigentlich. Aber ich erkenne das eigentlich immer. Also, es ist schon recht gut. Eisenbahnen? Auch, ja. Auch. Ja gut, Kalk, gerade bei Kalk, ne, ist es halt immer so. Dass du es halt machen. Wir spielen halt mit Precision Farming, da musst du halt jedes Mal kalken. Deswegen fällt uns das wahrscheinlich gar nicht mehr auf. Oder, also, ich achte da gar nicht drauf, ne. Das kann natürlich auch ein Grund sein. Aber, ja. Also, so, dass es da Mod gibt, der nochmal was anderes hervorhebt oder so, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Wüsste ich nicht. Und Klein Chrissy, danke dir für deinen frischen neuen Sub. Herzlich willkommen nochmal. Und ja, viel Spaß auch dir mit den Emotes. Danke für den Support und auch dir, ne? Ja, viel Spaß im werbefreien Zeitalter. Dankeschön für deinen Support. Vielen lieben Dank. So, guck mal hier, sind wir jetzt auch gleich hier. Wir machen das Feld hier auf jeden Fall heute noch ready. Danach muss noch einmal gedüngt werden. Spot sprayen, muss ich mal gucken, mache ich dann morgen oder so. Und dann schauen wir einfach mal weiter, ne? So, tipptopp. Das ist heute unsere Aufgabe noch, ne? Das Feld hier ready machen, mit Sorghum aussehen, düngen. Und dann sind wir soweit erstmal wieder ready. Und morgen dann Sim-Freitag mit dem Steve, mit dem Red Cat. Da wird eine Runde gesynkt. Wir werden auch eine Simulation spielen. Und ich glaube mir, Leute, es wird euch sehr, sehr enjoyen, was ihr da morgen zu sehen bekommt. Ach Mist, da habe ich eigentlich was vergessen zu holen heute. Da muss ich nochmal morgen los. Da muss ich morgen nochmal in die Stadt. Verdammt. Das habe ich ja ganz vergessen. Naja, gut, muss ich morgen nochmal raus. Ist ja nicht schlimm. So, tipptopp, wir gehen mal zu Werner und Falco.
Nee, ist kein Köln-Kalk-Verbot, Leute. Nee, da nicht in Kai. Nein. Kommt echt viel drauf hier, ne? Ich hau mich dann mal wieder ins Bettchen. Euch viel Spaß. Ey, Joel, dir noch gute Besserung. Wie gesagt, sei rechtzeitig Bescheid. Wie es dir geht am Samstag, aber dir geht's ja schon wieder ein bisschen besser. Die, auch an alle anderen, die natürlich schlafen gehen, eine angenehme Nacht und bis zum nächsten Mal, ne? Warum Viehhofer Platz? Keine Ahnung, was da gibt. War auch mal in Essen für 2 Jahre auf den RWB im Nordviertel. Ah, okay. Alles ist am Limbecker zentriert mittlerweile oder in der Innenstadt. Gleich gibt es frisches Kürbiskernbrot. Oh, lecker Gunnibär. Sehr gut. Ach, einkaufen warst du dort, okay. Wie groß ist das Feld gerade? Insgesamt sind es, ich kann euch das mal kurz sagen. Warte, das sind, guck mal, hier wird auch noch erweitert. Das sind 7. 13 Hektar knapp. Ah, frisches Brot ist echt lecker, ne? Also. Frisches Brot, echt super lecker. So, wir fahren jetzt noch einmal hier quer. Und dann machen wir es auf der anderen Seite auch gleich. Und fahren dann nochmal rüber, ne? Von 2018 bis 20 da, okay. Ich wohne seit 2000... Warte mal, lass mich kurz überlegen. Weil 2000... Ich glaube, was? 2019 wohne ich in... Nee. Oder doch? Ich weiß es gar nicht mehr. Wann bin ich denn hier hingezogen? Nach Essen. Also ich habe ja früher, habe ich ein Recklinghausen gebaut in Hochlamark, ne? So. Dann bin ich nach Lünen gezogen. Dann nach Dortmund habe ich viele Jahre gewohnt. Und dann habe ich 3,5 Jahre in Magdeburg gewohnt. Und ich glaube 2020 bin ich zurück nach in den Pott. Bin Samstag an der Zeche Zollverein. Ist das weit von dir dahin? Von mir aus Zeche Zollverein? Ja, es geht. Also, so weit nicht, aber ja. Ich habe den LS noch nicht so lange. In den Vorgängen gab es Jahreszeiten noch nicht. Daher die Frage, welche Länge Jahreszeit nutzt ihr? Also, ein Tag reicht. Also, ein Tag reicht. Meiner Meinung nach. Je nach Map. Jahreszeiten kann man auch ausschalten, wenn das erstmal nichts ist. Und ansonsten, nö, es passt schon soweit. Ich tippe eher auf Limbecker. Ja, Limbecker, da war ich heute auch, ja. Direkt am Eisstadion war meine Berufsschule. Ah, okay. Was? Frag deine Frau. Wegen was, Sympathikus? Hä? Wie soll ich meine Frau fragen? Ah, kommst du aus der Gegend von Randy? Ah, ja, cool. Sehr nice. So, wir fahren jetzt hier nochmal quer. Und dann nutzen wir gleich VCA, ne? So, das ist mal wieder in Perspektive, ne? So. Ich habe mich auch heute mal so dran gesetzt, heute Vormittag noch, wo ich noch zu Hause war. Und habe mal so ein bisschen den Bausi ein bisschen angepasst für Seitenkonsole schon mal und so. Und habe das noch mal ein bisschen ready gemacht. Zombie und ich sind heute durch Essen durchgefahren. Echt? Okay, krass. Klein Chrissy. Krass, krass. Ach, Gottes Willen. Ich bin heilfroh, dass die Jahreszeiten endlich mit reingenommen haben. Da kann ich Ihnen noch Precision Farming als kostenlose Mod empfehlen. Sehr geil. Mit der spielen wir ja auch. IKEA ist auch dort um die Ecke. Ja, IKEA ist auch da. Hoshi, moin moin. Grüße. Das auf jeden Fall auch, ja. Es gibt viele coole Mods mittlerweile. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Jo. Bam, bam. Waren bei Engelbert und Strauß in Oberhausen. Ah, okay, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. So. Wie viele Hühner? Ich kann die gar nicht transportieren. Hier gehen unsere Hühner rein, du Nase. Macht jetzt doch Hühner? Werde, werde. Hier gehen unsere Hühner rein, Werner. Ja, wir können ja was mit draufnehmen, wo Hühner reingehen. Achso. Wie Falco einfach keine Hühner machen möchte.
Also ich sehe mich ja bei 4 bis 5 Hühnerstellen. Ja, so mit 500 Stück, sagst du? Nee, 1200 gehen da rein. Ach so, das ja. User disconnected from Instagram. So, Falco startet morgen neues Projekt. Ja, so. Gar kein Bock mehr. Ja. Das stimmt, Tarabas, das stimmt, ja. Der Werner, der alte Jigs-Terminator, weißt du? Was? Das ist andere, weißt du? Warum willst du die Hühner da durchwerfen? Ich würde das ja verstehen, wenn du sagst Schafe, weil da kommt wenigstens auch Wolle raus, aber was, warum bist du so gegen Hühner? Ich bin für Hühner. Ich bin Team pro Huhn. Pro Huhn, ja. Ja, pro Huhn durch einen Mixer. Au. Kannst du auch durch einen Fleischwolf jagen, ist mir egal. Also ein richtig schön leckeres halbes Hähnchen, hätte ich auch mal wieder Bock. Ich hatte gestern ein Hähnchen. Oh, richtig. Oh, ein ganzes oder ein halbes? Ein ganzes. Oh, naja. Also ich musste ein bisschen mit der Katze teilen, aber... Ja gut, okay. Dann geht's ja. Stefan? Ja, bitte? Man kann tatsächlich noch düngen, wenn es ausgewachsen ist. Deswegen mache ich das gerade mal nach. Ah, also, sehr gut. Das ja, können wir, ja, die, Arni, versuchst du gerade Hühner mehr schmackhaft zu machen? Werner, wir können auch sogar noch in der Brennerei Eierlikör herstellen. Eierlikör? Hm. Jetzt wird es aber echt interessant, ne? Geht. Das weiß ich nicht, geil. Oder meinst du wieder wegen Essen zu reden? Oder? Ja. Ich bin mal eben zu KFC, hab auch keinen Bock auf Hähnchen mehr. Natürlich. Das war so schick. Daniel, warte. Jetzt muss ich hier nochmal einmal rum, ne? Also wenn du einen Anhänger hast, Werner, wo 5000 Hähnchen reingehen, ne, dann kriegen wir Hähnchen. Kein Problem. 5000? Muss ich umschreiben lassen. Eine Kuh und 5000 Hähnchen. Ja, ist doch gut. Halbes Hähnchen und so weiter, ja. Ja, das geht doch voll. Eierlikör? Ja, voll lecker, also. Bei oh, echt? Trinkst du Eierlikör? Ja, bei Oma gab es immer frisch gemachten Eierlikör. Also Oma hat das immer selber gemacht. Falco, guck dir den Mann den letzten Link. Da gehen 86 Hühner rein. Ja, wie wär's mit Pferdefleisch? Ja, finde ich geil. Bin ich großer Freund von. Ja. Ich auch. Mist. Was? Lecker Eierlikör. Wir brauchen halt eine Lösung, die dauerhaft ist. Ein Angestellten, der das Zeug hin und her fährt. Ach so, Möglichkeit zum Transport von 416 Hühnern. Och, lol. Ey, Nickel, moin, na? Schön, dass du mal wieder vorbeischaust und ein bisschen Zeit gefunden hast. Ich grüße dich, na? Wie ist es? Omas Essen besser, auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Omas Essen, sehr lecker. Eierlikör, bäh. Ach komm. Aber nicht in Massen, ne? So also, ein kleiner, so zwei Eierlikör geht immer. Das geht immer. Verstehe ja nicht. So. So, Eierlikör geht eigentlich immer. Omas Essen ist immer beste, ja. Finde ich auch, also. So, wir drehen gleich nochmal. Aber es ist halt Geschmackssache, ne? Es ist ja auch nicht jeder, zum Beispiel Käse oder Wurst oder, keine Ahnung. Rügenwalder. Mischmasch. Aber wie gesagt, ne? Wie geht's? Hier steht's ansonsten ganz gut. Im Moment habe ich ein bisschen stark eingespannt. Viel zu tun momentan. Was auch gut ist, ne? Also, es ist halt positiver Stress. Gibt halt momentan eine Simulation ohne Ende. Meiner Meinung nach, Bausi, habe ich Preview gestern gemacht. Ansonsten. Food Truck Simulator läuft aktuell F1 Manager auf YouTube. Was haben wir noch? Gartensimulator. Das Projekt mit Randy läuft noch. Was haben wir denn noch alles am Laufen aktuell? Ja, Bausi, also Bausimulator, die Preview, Trains in World 3. Hof Bergmann kommt morgen wieder. Bella Italia am Samstag. Notruf, auch noch das freiwillige Feuerwehr-DLC, kommt auch noch, glaube ich, eine neue Folge, wenn ich es morgen noch schaffe. So einiges aktuell, ne? Also, ja. Ansonsten könnt ihr noch Punkte einsetzen, für die, die es noch nicht gemacht haben, unten auf den Homer klicken. Wir haben jetzt 41% gesammelt für 2 12-Stunden-Streams. Einmal von Samstag, 19 Uhr bis 7 Uhr morgens und von Sonntag auf Montag, genau das gleiche. Ja, ist ja nicht schlimm, Sip. Also jeder so, wie er Zeit hat, ne? Ansonsten morgen Sim-Freitag mit dem Steve.
mit dem mit der Katze, also mit Red Cat. Das wird auch mega lustig. Wir werden auch ein Simulationsspiel spielen. Das wird auch richtig gut. Samstag, wenn der Joe wieder 100% fit ist, machen wir Suchtisfactory, also Satisfactory. Und am Sonntag dann wieder LS, ne? Vielleicht Samstag dann noch was anderes, wenn es zum 12-Stunden-Stream kommt, dass wir da auch noch was machen. Aber ansonsten geht es mir soweit gut, ja. Ich war ein bisschen krank eine Woche, irgendwann mal zwischendurch. Hatte das böse C, aber ich habe es überlebt, also alles gut. Ja. Ansonsten geht es, ne? Soweit. So, jetzt können wir, glaube ich, hier die Bahn gleich fahren. Warte. Jo. Weiß nicht welchen, aber schon mal einer. Naja, gut. Ne, aber ansonsten geht mir jetzt auch wieder gut. War heute den ganzen Tag unterwegs und, ja, passt. Weiß nicht, ob er welchen ist, aber ist schon mal ein bisschen her. Wow. Ja, das sind auch relativ uninteressant. Mobile Tankstelle gibt es auch als Container? Weiß ich nicht, ich gucke mir das nicht 17 Minuten wieder an. So, meine Damen und Herren. Ach, herrlich. So, gucken wir mal hier. Gehen wir da mal rüber. So, Michel, Grüße. Na, wie ist es? So, wir sehen gerade Sorkum aus. Und ja, guck mal weiter hier, ne? Danach noch düngen und dann geht es weiter. Ja, die sagt ja irgendwas von 150 Hühnern, aber Hühner sind mir halt gerade. Das sind halt auch wichtig. Ja, genau, das Cargo-System. Markus, Grüße. Hat das jetzt angenommen, Mario, mit dem Düngen? Ja, ne? Er nimmt es tatsächlich an. Also, super. Aber wie gesagt, das tut er nur bei einer Wiese. Bei den anderen, also ich habe das letztens ausprobiert bei Hafer, bei einem Feld, wo ich gekauft habe, und da funktioniert es nicht. Also wenn ich jetzt da hinten zu den Sonnenblumen fahre, da funktioniert es nicht. Ja. Aber ich fahre trotzdem nochmal hin und teste das. Ja, guck einfach mal. Oh, ich habe einen Baum im Gesicht. Konnten es ja schon streamen, auch Flight Sim, dann ja, X-Plane 12. X-Plane 12 habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Ich habe auch einen Key gekriegt. Und nee, also am Wochenende ist Satisfactory geplant mit dem Joe. Gegebenenfalls noch der Bausimulator von Samstag auf Sonntag. Und am Sonntag wahrscheinlich nur LS. Also ich denke nur LS. Also hier DFV, ja. Es sei denn, es kommt noch irgendwas anderes, was wir vielleicht eher zeigen dürfen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht uns auch vielleicht noch was im LS angucken. Aber das weiß ich nicht, wann das jetzt kommt. Dass es noch vorm Wochenende kommt. Da kam nämlich irgendwie eine Mail. Warte mal, wo ist das denn gelandet? Hier, da. Nee, das ist nur was anderes. Okay, gut. Was ich nicht verstehe, warum bei ihren Spielen, die rausgebracht werden, eher eine Comic-Grafik nutzen. Was meinst du jetzt? X-Plane ist schon sehr komplex, ja. Was ich auf jeden Fall nächste Woche machen werde, am Freitag, Leute, ist, ich habe Geburtstag, so. Und an meinem Geburtstag bin ich an einem Flughafen und werde in einem richtigen Flugsimulator von einer Boeing 737, was, Polizeisim? Nee. Also Polizeisimulator 3 werden wir nie wieder spielen. Das ist der letzte Müll. Also no front, aber das ist einfach ein Kackspiel. In Essen ist der ja er dann. Nee, in Essen bin ich nicht an meinem Geburtstag. Das ist woanders. Wegen der Grafik. Ach so, ja gut. Ja, das Spiel ist halt echt schlecht, ne? Das ist halt so nicht gut. Nee. Also auf jeden Fall bin ich in einem richtigen Simulator. Da wird es auch dazu nochmal ein Video geben bei mir bei YouTube. Und da werde ich eine Stunde lang in einem richtigen Simulator, wo man Knöpfe drücken kann, dies, das, Ananas, werde ich mit einer Boeing fliegen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich kann euch da mal berichten am Freitag, wie es war. Entweder am Freitag noch streamen, weil ich wollte eigentlich mit meiner Frau abends noch was essen gehen.
Gucken wir mal. Was? 737, Max 8 oder 10 Simulator. Was meinst du, Nickel? Das weiß ich nicht, was da drin ist. Mit oder ohne Abschluss, das weiß ich nicht, Gunnibär. Flughafen, aber nicht Köln-Bonn. Das weiß ich noch nicht, in welchem Flughafen. Ich weiß, welchen das ist, aber ich will es nicht unbedingt sagen. Die 737. Es gibt auch die Möglichkeit, noch einen Airbus zu fliegen, aber da gab es keine Termine an meinem Geburtstag. Nein, nicht Fraport, nee. Also es ist kein richtiges Flugzeug. Das ist ein Simulator, ne? Oder meinst du die Simulation? Da ist auf jeden Fall einer. Das kann sein, ja. Es gibt verschiedene, ne? Also... Ich glaube, wir müssen euch mal angucken. Aerotask heißt, glaube ich, die Seite. Darüber habe ich das gebucht. Und Mal Lohmühe, natürlich. Na klar, ein Mal. Auf jeden Fall. Finde ich. Nee, also nicht in Mal, Leute. Ich weiß nicht, ob ohne Absturz. Man kriegt dann eine Einweisung und dann kann man da quasi abheben, ne? Das ist echt ganz cool, glaube ich. Mal schauen, wie es dann allgemein werden wird. Also ich freue mich da mega drauf. Ich habe da echt mega Lust. Doch, die Reproduktion geht hoch. Also wir haben den Stall hier voll, 200 Stück. Und die Reproduktion geht voll, geht los. Eine Boeing, ja. Ja, das stimmt, Sepp. Bottrop, Schwarze Heide, nein, Sympathikus. Nee. Also wir nehmen das Pack morgen mit drauf, ne? Das Cargo-Pack? Ja. Ah, cool. Habt ihr deine Registrierung oder soll ich das ziehen? Wenn du das gerne ziehen könntest, wäre das sehr nett, Mario, bitte. Dann mache ich das. Haben wir da auch die Auswahl? Es gab eine neue Auflage, der 737, die maximal 8 wurde nach 2 Abstürzen in Einsatz zugelassen. Und die Max 10 ist eigentlich noch gar nicht. Ach so, ich weiß nicht, welche das ist. Keine Ahnung, welche Boeing. Kann ich dir sagen, wenn ich da war, Nickel? Wir werden auf jeden Fall bald auch mal wieder richtigen Flight Sim spielen, habe ich schon heute schon mal erzählt. Das wird aber nicht nächste Woche sein, sondern wahrscheinlich darauf die Woche. Ich muss mal kurz aufs Datum gucken. Am 30. werden wir dann den Flight Simulator wahrscheinlich spielen. Es sei denn, es kommt irgendwas dazwischen, ne? Wann kommt eigentlich Dingens raus? Muss ich mal kurz was gucken. Wann kommt denn eigentlich Pumpen und Hosen raus, Leute? Weiß das einer von euch? Wenn nicht, ich guck mal kurz. Pumpen und Hosen kommt raus am 27., also Ende des Monats erst, ne? Gut. Pumpen und Hosen. Dankeschön, Pentium. Dankeschön. 27. Das ist ein Dienstag. Oh, wie soll ich am Freitag Geburtstag, Leute? Mann, es ist schon wieder kacke. Verdammt. Doch kein ganzer Geburtstag. Mann. Kann vielleicht auch die 737-200 sein. Die alte Boeing aus den 60ern. Das weiß ich nicht, wie gesagt. Also, das ist ein kompletter Simulator. Ich denke mal, es ist ein neuerer. Ich weiß es nicht. Ich werde es euch auf jeden Fall berichten und da gucken wir uns ein Video an. Hatte, wann und wie ist... was? Hatte, wann und wie ist halt geheim. Ja, klar. Es heißt Pups in der Hose DLC. Mach aus Scheiße Gold. Nein. Pumps and Hoses heißt das, Leute. Wenn ihr übrigens noch DLCs braucht, Leute, ne, nutzt gerne den Partnercode HOMA. Ach, mit dem Birthday. Ach so, ja gut, stimmt. Das stimmt, ne? Gerne den Partnercode HOMA nutzen oder die Links folgen. Da ist der Partnercode schon hinterlegt. Vielen lieben Dank für die, die es schon gemacht haben. Und danke auch für die, die es noch machen werden. Dankeschön, Leute. Vielen lieben Dank. Renny macht das. Mach dir keine Sorgen. Renny macht das. Da wird er einfach fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel. Dem ist das egal. Ach, ganz ehrlich, MySplus habe ich noch nie mit denen gemacht. Felix hat MySplus mit denen gemacht. MySplus? Oha. Ja, ja, aber die machen ja auch nie mehr, glaube ich, habe ich gehört. Ja, das stimmt. Wie gesagt, er braucht keinen Streamer mehr. Ja, dann. Ist das so? Kommt ja bald Pumpen und Hosen, meine Damen und Herren, ne?
Pumpen und Hosen, ne? Ja. Pumpen und Hosen. Da wird jetzt schon wieder verbockt hier. Boah, also, nö. Der Randy, der hat sich schon verabschiedet. Der ist schon weg. Das ist geil. Alles gut. Also verabschiedet hat er sich nicht, aber er ist stimmt. Weg, ja? Ja, er ist sehr gut. Ja. Also er hat, ja, gut, seine Zuschauer verabschiedet und ist dann weg. Der macht hier immer nur das Mikrogedönste aus, ne? Der hängt da trotzdem immer im Teamspeak noch rum, ewig, oder? Der ist ja ganz dacht da, ja. Denn der Ansgar noch da, zufällig? Das braune Gold. Also ich bin echt gespannt hier auf die Schleppschläuche. Das wird schon mega gut, glaube ich. Oh, das ist auch gut. Andi, kannst du mir das mal schicken per Discord, bitte? Ich glaube übrigens, dass also wenn du dich mit Mais Plus auseinandersetzen möchtest, dann kannst du, glaube ich, besser wirklich streamen. Ja, das macht mehr Sinn. Ohne dich einen Abend, also deine Mod-Vorstellung von zu machen, das glaube ich... Ist zu komplex, glaube ich. Oder? Ja. Ja, also ich sehe das eher so, dass ich das bei den Senioren, mit den Senioren spiele und dass wir dann in Ruhe das alles so nach und nach ergründen und erkunden. Ja, vor allem hast du so viele einzelne Stufen, ne? Sag ich mal, die du da bearbeiten kannst und verschiedene andere Sachen, die du da beachten musst. Ich habe das PDF ja mal angeguckt. Das ist schon recht komplex, ne? Das ist schon echt sehr viel, ne? Ja, da ist einiges zu tun. Aber es ist dann auch eher für Leute, die ja den Superrealismus haben wollen, ne? In Verbindung mit Precision Farming und hast du nicht gesehen. Da muss er wieder zwei, dreimal wenden. Das ist einer aus diesen Mauer wieder, diesen Dingens hier. Wie heißt der, diesen? Ach, wie heißt er denn? Oh, daneben geschoben. Der da verbaut ist in den ganzen Sachen. Weiß ich jetzt gar nicht. Du meinst diese, den Aufbereiter? Ja, den Aufbereiter, genau richtig. Der ist mit dabei. Bin gleich wieder da. Haley, guten Abend. Hallo, Haley. Grüße. Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Recht herzlich willkommen auch an deine Zuschauer. Schön, dass ihr alle da seid. Ich grüße euch. Und, ja, wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Stream gehabt. Was habt ihr denn Schönes gespielt, Haley? Grüße. Na? Huhu, Grüße. So. Gerne, gerne. Was habt ihr Schönes gemacht? Habt ihr ein neues Projekt gestartet, glaube ich, habe ich gelesen, oder? Ist das richtig? LS habt ihr gespielt. Ja, cool. Und Ela war auch dabei. Jawohl. Ja, ich habe es heute auf Insta verfolgt. Ja, Grüße an alle. Ne? Schön, dass ihr es vorbeigeschafft habt. Wir zocken hier nach wie vor eine Runde ganz entspannte ja, LS mit den Jungs hier. Und macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Nur wie immer, wir sind gerade ein bisschen Sorkum hier am Ausbringen hier auf unserem Feld. Xana, grüße dich. Eine wunderschöne. Na, Google. Die Ela ist auch da. Ela, grüße. Hallo. Ja. Und Rela ist auch. Ela kommt auch vorbei, ne? Ela, grüße dich auch. Auch dir natürlich einen wunderschönen guten Abend. Hä, du bist auch hier? Ela, ich hoffe, du hattest auch einen schönen Stream. Recht herzlich willkommen auch an deine Zuschauer natürlich. Ja, ihr habt, denke ich mal, zusammen LS gespielt, neues Projekt, wie abgesprochen. Ja, verrückt, ne? Dankeschön. Vielen lieben Dank für den Raid. Und ja, schön, dass ihr da seid. So, gucken wir mal. Zack, zack. So, Leute, ne? Gerne bei Haley und auch bei Ela vorbeischauen hier, Leute. Ne? Guckt mal, habt ihr nochmal die Links. Gerne vorbeischauen. Zack, zack. Und wenn ihr noch ganz viel Zeit habt, könnt ihr auch gerne beim Xana nochmal reingucken, ne? Der ist nämlich auch mal live. So. Ach, der Excel. Ja, moin. Grüße. Beim Excel natürlich auch, ne? Mahlzeit. Eine wunderschöne. Also, mal, ihr redet ja alle jetzt hier hin. Mahlzeit, na? Excel. Hallo, ist ja wie abgesprochen hier. Servus. Na? Man könnte meinen, das wäre abgesprochen. Ich grüße euch, Leute. Ich grüße euch. Mann, Mann. Natürlich auch gerne beim Excel vorbeischauen, ne? So, gerne Follow da lassen. Und Leute, wir planen Großartiges, denn ich will von Samstag auf Sonntag, immer von 19 bis um 7 und von Sonntag auf Montag bis von 19 bis 7 einen 12-Stunden-Stream machen, Leute. Wenn ihr noch Kanalpunkte übrig habt, ballert die rein. Unten einfach auf den Homer im Chat klicken. 12-Stunden-Stream Samstag und Sonntag könnt ihr einlösen, eure Kanalpunkte, bis 2000 Stück. Wir brauchen noch ein paar, denn das Ziel muss morgen Abend erreicht sein, damit wir das Ganze machen. Das wird großartig. Alter, freue ich mich mega drauf. Du hast einfach eine anziehende Wirkung. Ja, ich weiß auch nicht, ne? Matze, guten Abend, Hallöchen.
Ja, so ein bisschen, ne? Marco, Grüße. Ja, genau. Ah, guck mal, Ankündigung gehen jetzt, ne? Kannst du jetzt schon Moments machen, Mashira? Funktioniert das? Mit der LKW-Fahrer auf der 40 einfach parken, sagst du, Bulldog. Das kann man natürlich auch machen, ne? Das kann man natürlich auch machen. Ja, wunderschönen guten Abend nochmal an alle, die jetzt hier reingeflattert sind. Ich hoffe, ihr hattet einen spannenden Stream. Wir machen noch ein bisschen Sorkum hier, hier auf den beiden Feldern aussehen. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Danach noch einmal düngen. Das ist nur unsere Aufgabe hier und da passt das. Stefan, wenn man da überall vorbeischaut, wo du sagst, dann habe ich gar keine Zeit mehr zum Schauen. Sorry. Ja, gut. Aber es gibt ja Leute, die vielleicht sagen, ich guck mal auch mal hier. Ne? Gibt auch andere nette Streamer, Streamerinnen und diverse. Ne? Gibt es ja verschiedene. Und ja, deswegen. So, ja, aber so viel weiß, werden diese nicht auf mobilen Geräten angezeigt. Immer noch nicht. Dennis, guten Abend, hallo. Guck mal, der Talon ballert auch ein paar kleine Punkte rein. Die meisten sind ja eh alle gleichzeitig online. Ja, das ist manchmal so, ne? Das ist halt so. Aber ja, das stimmt. So, Plan B, C und D. Zu haben ist auch gut. Ja, auf jeden Fall. Das stimmt. Ne? Eine Alternative ist nie verkehrt, meine Damen und Herren. Wie ich es immer sage, ne? Ihr sollt zwar keine anderen Götter außer mich ehren, aber ja, ihr dürft auch andere Streamer gucken, ne? Also alles gut. Das, was Andy sagt. Worf, Mahlzeit, Paul und Boyd. Dennis, Grüße. Götter? Jetzt geht's los. Nein, es ist nur Spaß. Kevin, Grüße. Es ist nur Spaß, ne? Und ein bisschen Spaß muss halt sein, ne? So, wir gehen mal jetzt zu den anderen. Hier zu Mario, Falco und zu Werner. Bitte. Ein Mais Plus, was das ist, das erweitert quasi den Horizont von Heu und Mais. Ah, dann geht das. Das heißt, es kommt dazu CCM, es kommt dazu das... Halleluja! Nein, so weit wollen wir nicht gehen. Nee, geil. Das lassen wir aber lieber. Nee. Das lassen wir mal lieber. Namen Schornstein. Na, wie geht's? Alles fit? Alles fit bei euch? Die sprechen gerade über Mais Plus. Kommt ja bald raus und darum geht's gerade so ein bisschen. Gehen wir wieder zurück. Von außen, wie viel drin ist. Mhm. Und das ist jetzt, hat Giants, glaube ich, auch schon dann nachgezogen in irgendeinem Patch, ne? Ja. Aber da muss man das wirklich machen, weil, schon gewesen. Doch, weil du bei Mais Plus halt wirklich viel unterschiedliches Zeug füttern musst. Ne? Die Futtermische nehmen, glaube ich, 10 oder 12 Sachen an. Ja. Es gibt halt noch viel mehr unterschiedliche Gräser. Es gibt doch Pferdegras und Ackergras und weil nicht alles. Aber scheint zu klappen, Maschira. Ah. Ja, vor allem, du kriegst ja dieses, wie wäre das nochmal, frisches Gras, gewendetes Gras, dann Heu, klar. Dann gab es irgendwas, so Zwischenstufen und das ist richtig krass. Damn it. Also das funktioniert, Maschira, ja. Ankündigung sehe ich, ja. Was da an Krabben und Schollen rausgezogen wird. Mitten am Land. Ja, warte, wir haben doch hier, was heißt denn mitten am Land? Wir haben hier einen riesen See haben wir hier. Einen riesen See. Meine Frage an euch jetzt hier, die Mais Plus Experten. Wie ist denn das? Muss die Map wieder ganz speziell angepasst werden? Ja, ne? Nein. Ne, diesmal Map, nicht, okay. Map nicht, das ist ein Mod und deswegen gibt es auch keine extra Früchte, soweit ich rausgehört habe. Ah, okay. Also Ackergras, glaube ich, gibt es tatsächlich nicht. Nee. Wie soll das reinkommen? Ja, das geht leider nicht, okay. Details. Und Zwiebeln und Karotten kommen auch nicht, das ist ja dann für Terralife vor. Also okay. War meine letzte Info dazu. Okay, ja, okay. Unterschiedliches Heu ist doch auch eine Frucht. Ja, aber das ist nur ein Fill-Type. Ein High-Type. Ein High-Type. Ein High-Type ist das, okay. Ein High-Type, den kannst du ja nachladen. Ach so. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt auch das Gleiche oder so. Ich kenne mich da gar nicht aus, also was Modding angeht. Da bin ich raus. High-Types ist alles, was du hier so aufkippen kannst. Wenn du Gerste auf den Boden kippst oder hier Stroh, Heu. Das sind alles High-Types und die kannst du wohl nachtragen. Okay. Interessant, würde ich sagen.
Guck mal, Stefan, das, Lukas wollte es auch fragen. Hat sich gerade bei dir bedankt dafür, dass du gefragt hast. Ja, super. Gerne. So, die Wiesen sind gekalkt und gedüngt. Das heißt, dann ist jetzt ganz regulär, wie wir gerade lustig sind. Ja. Mal sehen, mal sehen. Ich weiß gar nicht, siehst du denn wenigstens den Feldrandkurs, den ich angelegt habe, hier auf der Wiese an der Nordsee? Was? Welchen Feldrandkurs? Ja, ich habe ja so einen Feldrandkurs da angelegt, damit, weil die Fläche, die kannst du ja so kaum mähen. Ach so. Nee, ich glaube nicht, dass ein Mais bloß mit auf dem Deal vorkommt. Nee. Glaube ich, ein bisschen zu speziell. Würde ja auch unseren ganzen Plan verändern. Ja, ich glaube, das wäre, glaube ich, ein bisschen schwierig, ja. Denke ich auch. Soll ich mit dem Drescher losfahren und das Biss holen? Ja, kann ich dir gerne schicken. Warte, pass auf. Nee, ich bin jetzt schon drin im Drescher. Ich schicke den los. Werner, danke dir für deinen Raid. Der hat schon wieder Feierabend, ey. Der hat ein Leben. Ja. So, Leute, hier ist der Link für Pumpen und Hosen. Ist schon wieder Feierabend. Pumps and Hoses, bitteschön. Fährst du jetzt echt noch in die Firma? Ich kläre gerade ab. Oh Mann, ey. Maximal belastend. Aber gut, was muss, mussten wir da, ne? Ist leider so. Bringt halt nichts. Selbstunständig, ne? Ja. Wollte ganz sagen, selbstunterständig. Ja. Stell mir ins Bett, ins Büro. Oder so, ja. Kannst du dann direkt aufsteigen. Jo, bis dann, Xana. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, sind fast fertig, Leute. Ehrlich. Stefan? Ja, bitte? Wir könnten ja auch einen Sonnenblumenpflücker eigentlich nehmen. Wir bräuchten eigentlich gar nicht den... Ja, können wir auch machen. Also, kannst du auch per Hand pflücken, ne? Kein Thema. Nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich weiß, was du meinst. Ja. Ich hab einfach gute Laune. Lass mich doch mal gute Laune haben. Weißt Nein, du? Ich will das nicht, wenn ich die nicht hab. Ach so, ja gut. Ja. Mach mal eine Abstimmung, Marschierer, rein. Würde mich mal interessieren, wer sich alles für Mais Plus interessiert. Gute Laune, ja oder also. Was? Sonnenblumenpflücker ernten schneller, das stimmt. Mario, würdest du das morgen in die Hand nehmen mit dem Motorladen, wenn das geht, bitte? An dem Hot Cargo? Ja. Ja, kann ich machen. Brauchen wir dann. Bis dann, Lady Wolf. Tschüss. In dem Pack ist es dabei. Okay, danke. Da kümmere ich mich drum, dass das auch schon. Du, ich. Dass ihr das noch benutzen könnt, ja? Bitte. Mhm. Ja. Kannst du da nochmal extra Logos drauf machen, Mario? Oder sind die schon komplett auch mit Hirschfeld? Also die Hirschfeld-Logos sind auf dem Cargo schon drauf. Ah, ist ja super. Die sind schon mit verbaut. Aber die kann man wegkonfigurieren, wenn man das will. Für teuer Geld. Nein. Willst du das Logo nicht haben? Die sind im Standard gar nicht drauf. Echt? Also? Ist das so eine Geschichte wie auf dem Ponze? So, Leute, Abstimmung am Start. Wer freut sich alles auf Mais Plus? Ist eine zusätzliche Erweiterung, das macht das die ganze Feldbearbeitungsgedöns nochmal ein bisschen realistischer. Wer freut sich da auf oben Abstimmung im Stream? Einmal bitte alle abstimmen, Leute. Ich bin mal gespannt, wie viele Leute da mitmachen. Umfrage am Start. Mach doch mal per Ankündigung, Marschierer, dann ist das die Leute, dann sehen die das direkt. Ich glaube, wir kaufen doch das Kapello, das nicht so breit ist, den Maispflücker mit 9 Meter. Kannst du machen, ne? Also weil das kann man zusammenklappen, da brauchen wir nicht die... Ich habe keine Lust auf so einen Wagen, muss ich zugeben. Ja, aber der Wagen ist immer ein bisschen blöd, ne? Weil der fährt halt auch so seitlich aus, ne? Ja. Das ist halt auch nicht so toll. Nee, wir nehmen das Kapello und das kannst du zusammenklappen und dann ist gut. Ich habe keine Ahnung vom Mais. Das hat auch nichts mit dem Mais zu tun, guck mal. Ne? Das ist ein bisschen anders. Ich wünsche euch aber eine schöne gute Nacht, Männer, macht nicht mehr so doll. Ja, mach du nicht. Ja, auch nicht mehr so lange, Werner, ne? Und mal gucken, wie lang es heute wird. Ich wünsche euch was. Schönen Abend noch. Jo, ebenso. Tschüss. Also Mais Plus hat mit Mais ein bisschen was zu tun, aber nicht viel. Ja, eigentlich nur CCM. Ja, eigentlich nur CCM, richtig. Der Name ist halt einfach nur so entstanden, weil es halt Mais Plus heißt. Wegen CCM, was man da herstellen kann. Der Rest ist aber, was Grasbearbeitung angeht, nochmal vielfältiger.
Eigentlich müsste es Gras bloß heißen. Ja. Richtig. Aber hört sich halt schwierig an. Genau, guck mal, gibt's sogar einen Trailer dazu. Und da gibt's ja auch dieses gewelkte, ne? Wie heißt das? Dieses gewelkte Gras und angewelkt und 18.000 mal wenden. Ich glaube, dreimal wenden, damit du Heu hast und sowas. Irgendwie so. Also, es ist für die Superrealismus-Spieler. Also, es ist. Vielleicht mal den Trailer angucken. Gab es da auch, glaube ich, ein PDF-Dokument dazu. Ich weiß nicht, ob die das darunter verlinkt haben, aber es ist halt sehr komplex. Gab es im 19er. Gab's das Ballenpressen von Mais wird ja auch gerade gesagt. Ah, Ballenpressen von Mais? Noch mehr Arbeit, ja. Den Schwarm muss man nicht haben. Einmal reicht. Ja, gut, das ist halt Geschmackssache, ne? Ja. Fütterung ist auch anders, richtig, stimmt. Die ist auch komplett anders. Du musst so viel mehr füttern. Aber Mais Plus, also mir persönlich geht der, glaube ich, ein bisschen zu tief. Sag mal, wenn du jetzt so groß, wo du jetzt so ein Stream-Projekt hast, wo du es vielleicht nutzen kannst, ist es vielleicht interessant, wo du auch jeden Tag so 6-7 Stunden spielst, aber weiß ich nicht, für so Videos, LP, glaube ich, eher nicht geeignet. Das ist sehr langatmig. Ja, ist so ein, wie gesagt, Videos wahrscheinlich. Ja, das geht theoretisch auch, aber ja. Du brauchst halt länger, das stimmt. Aber so ein Multiplayer-Projekt, also ja, mit den Senioren sehe ich das. Ja, ja, klar, weil das spielt ja auch immer länger, ne? Am Stück wenn und die so. Da Bock drauf haben. Wenn die Bock drauf haben, auf jeden Fall, ja klar. Das auf jeden Fall, ja. Warum denn nicht, ne? Genau, warum denn nicht? So, wir können eigentlich mal die Anzeigen mal ausblenden, ne? Der Mario macht die immer an und ich mache die immer aus. Ja. Q305 ist angekommen bei Tiereingang. Ah ja. Nee. Ja gut, das, wie gesagt, das ist ja eine Option. Eine Mod ist das ja. Mal sehen, mal sehen. Ich klappe die Raupen mal aus, damit die ein bisschen anders aussieht. Dann freuen die Kollegen sich auch. Ja, oder so, ne? Das kann natürlich auch sein. So. Ja, sie funktioniert auf jeden Fall noch. Wirst du nicht? Ach, man kann alles separat einstellen mittlerweile bei Mais Plus. Oh, das ist ja cool. Das heißt, optional kannst du Sachen an- und ausschalten. Cool. Wurde es gesagt, ja. Das ist ja auch geil. Da kann man das seinen individuellen Spielbedürfnissen anpassen. Klingt jetzt auch ganz gut, ja. Also anschauen werde ich es mir auf jeden Fall mal. Mache ich denn jetzt noch Sinnvolles? Ja gut, ich glaube, düngen lohnt sich noch nicht, weil ich bin gerade mal bei der Hälfte hier. Snaggletooth, nee, Mahlzeitgröße. Düngen lohnt sich ja sowieso erst, wenn wir in der ersten Wachstumsstufe ist, dafür haben wir extra die Saria-Sensoren noch dran. Ja. Warten wir, obwohl, wir müssen echt gucken, ne? Das muss ja spätestens morgen Samstag früh. Müsste das passieren, ne? Was mit dem Düngen hier? Ja, oder morgen früh. Das, wenn du das kannst, dann wäre das gut. Ja, kann ich machen, ja. Müsste ich morgen früh hinkriegen. Ja, das ist doch gut. Guck mal, wieso steht denn unser Fisch-LKW hier? Ach, der ist die 7-mal durchgelaufen. Ja, ja, der ist durchgelaufen, weil danach war er voll. Ich hab's hochgerechnet und. Und schicke ich den mal in die Durchfahrhallen auch, ne? Ja, kannst du in die Durchfahrhallen schicken. Weil der Kompostfahrer nämlich hier dahinter steht. Ach so. Ja, das ist schön. Weil der wird gleich aufhören, weil den habe ich auch eine gewisse Ding jetzt. Oder du hast den wieder angepasst, das kann natürlich auch sein. Nee, nee, der hat. Nee, der steht davon endlich. Ach so, ja gut. Echt? Ja. Komisch. Dünger aber das ist auch nicht schlimm, da ist noch genug Kompost da. Ja, wir können auch nach dem Düngen direkt sehen, ne? Ja, nach dem Sehen direkt düngen, das geht auch mal. Das stimmt, das könnten wir auch machen. Ja. Was hat der denn hier gemacht? Hat aber vorher auch. Der AD-Fahrer. Ah ja, alles gut. Passt schon, Miles. Das können wir gleich auch noch machen, da brauchen wir den Stress morgen früh nicht machen, ja. Ich glaube, die Kühe mache ich dann morgen, ja.
Hast keine Nerven mehr oder was? Das Ding ist, ich habe jetzt gerade 100. Ja. 244 Schweine verkauft mit einem Anhänger, wo 13 Stück reingehen. Ja, schön. Ja, und jetzt habe ich noch 188 Kühe vor mir, wo im Anhänger 6 Stück reingehen. Köstlich. Jetzt gar kein Bock mehr. Aber auch arbeiten und ich glaube dann. Ja, machst du morgen oder was? Ja. Läuft denn weg, morgen, ne? Der Hotpack dann schon drauf. Ein Datum steht noch nicht fest mit Mais Plus, aber. Ah doch, steht echt fest. Samstag. Okay, gut. Ja, Stefan, ja, der hat die Hälfte vom Abend wieder nicht mitgekriegt. Nee, das Datum habe ich nicht mitgekriegt. Nee, das Datum habe ich nicht mitgekriegt. Bekommen die das sicher zugesagt vom Motto? Eigentlich nicht. Sagen, also ja, doch, manche Sachen gibt's, die sagen die sicher zu. Also das habe ich jetzt schon auch zwei, dreimal erlebt. Dass, okay. Ja, okay. Das Modder das mit denen absprechen, wann die erscheinen sollen. Und wenn die, sag mal so, präsent genug. Ah, du warst ja eine selber, ne? Da bin ich mal gespannt. Schick mal ein Foto dann, Miles, im Discord bei mir. Würde mich freuen. Ja, ist doch gut, wenn die wissen, Samstag. Ja, gut. Ich guck's mir mal an. Ich denke auch nicht, dass wir heute noch die. Also du kannst schon. Du kannst schon düngen, wenn du willst, ne? Also. Wenn du jetzt sagst, nee, du willst jetzt nicht mehr so groß viel was machen. Nee, ich kann halt. Also morgen Abend würde ich auch noch gehen. Das kann ich auch morgen Nacht irgendwann machen oder so. Ja. Das ist kein Thema. Das kriege ich schon hin, bevor es Samstag morgen ist. Ja, ich kann es auch gleich im Anschluss noch düngen, ne? Das ist jetzt kein Thema. Also ich. Doch, ein bisschen Zeit. Wie gesagt, wir würden halt mehr Dünger draufhauen als nötig, ne? Ja, gut, stimmt. Ja. Ja, wobei, hä, der passt das doch der Frucht an, oder? Ja, wenn die Frucht gewachsen ist. Also der erste Wachstumsstatus muss schon sein, sonst kann der Isaria-Sensor die. Ach, stimmt, deswegen Pflanze ging er auch nicht einzuschalten. Ja, beim Gras, weil da immer schon was. Ja, gut, stimmt. Du hast recht, genau. Ja. Ja, dann mach ich es morgen früh im Wix. Mein Kaffee geht ja schnell, ist ja jetzt nicht so aufwendig. Mal, Randy, wieso, ist der hier noch am Server? Ne, der ist doch runter, oder? Ist wohl Randy? Ne, kann sein, dass er offline was macht. Oder? Ja, aber hier sitzt Digger sitzt hier noch im. Nee, der Digger ist immer noch drin, ja. Der ist auf dem Server, ja. Der Werner hat noch Server verlassen. Ja. Kann ja sein, dass er nebenbei doch ein bisschen was macht, weißt du, ein bisschen daddeln, ein bisschen ja, Videos ja, fällig oder so. Das kann ja durchaus sein, ne? Bam, 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 bam. Überleg gerade, liebe Zuschauer, ihr müsst mir das mal sagen, Precision Farming, wenn die Fläche bebaut ist, dann zählt die auch nicht mehr mit, ne? Dann gibt es auch keinen Malus dafür, oder? Doch. Okay. Ja, Mario wird es wohl getestet haben. Ja. Machen wir das mal so, wie Mario möchte. Alles gut. Ich weiß, dass es zwischenzeitlich noch so war. Ich bin nämlich mit dem Kalkstreuer und mit der Düngerspritze, also mit der Spritze über den Hof gefahren. Nee, unser Hof hat keinen Impact mehr auf das. Hat er nicht? Precision Farming, nee, bin ich ziemlich sicher. Okay. Naja, gut. Nee, unser Hof hat auch keine Fläche, also keine Umweltbonusfläche, wo man die einkriegen könnte. Ach so, okay. Sollte gefixt sein, okay. Ja, werden wir mal testen, Leute. Nee, dürfen keine Reste vom Feld mehr vorhanden sein. Wurde zum Beispiel, sollte geändert worden sein. Nee, da gibt's nichts Neues, nein. Fruchtburger Mod gibt's nichts, glaube ich. So, wenn ich mitgekriegt habe. Es ist einfach nur eine Anzeige, ne, mit der Fruchtfolge. Glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe. Weiß ich nicht. Auf der Marsch funktioniert es. Okay, ja gut. Danke für die Info. Kann natürlich auch von der Map abhängen, ne? Aber eigentlich nicht so ein Mod. Ja. Keine Ahnung. Also wir machen es mal so wie Mario. Ich schreibe mir dann mal auf, wie viel Dünger ich verbrauche. Und beim nächsten Mal mache ich das mal anders, ne? Gucken wir mal. So, guck mal, wir haben fast 50% der Punkte gesammelt. 210.000 Kanalpunkte wurden schon gesetzt. Tipptopp. Nee, kann ich gar nicht ziehen. Ja, weil wir können nämlich von unserem Hof eine Boden ziehen. Ja, weil ihr ein Feld dabei habt, oder? Nein. Aber unserem
Hof wäre nämlich ein Feld, bei der BGA wäre ein Feldstück dabei. Da könnten wir es natürlich ziehen. Wenn wir es gekauft hätten. Nee, wenn du dir unseren Hof anguckst, ist kein Stück Feld dabei. Okay. Also nur Bäume und bebaute Fläche. Und die 106 ist bebaut von uns. Welche? Komplett. 106. Die 106. Ach so, ja, ja. Industriegebiet. Da ist nichts über vom Feld. Nix. Null. Ja, da ja. Da gibt es auch noch. So. Passt denn die Zeit immer noch auf den Server? Ja, ne? Das sollte passen, ne? Von der Uhrzeit. Wir waren ein bisschen vor. Ah, okay. Aber das war mir egal. Ja, gut. Weil nächster Restart und dann passt es wieder. Ja, ja, klar. Gut. Wir waren, glaube ich, 20 Ingame-Minuten soweit. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also. Ja, ich weiß nicht, ob es passt. Nachher ist es dann wieder hier, aber der Fall Gott. Mahlzeit, Thomas Fan, Grüße. Mahlzeit. Was ist denn jetzt los? Warum bin ich denn stehen geblieben, Leute? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, lul. Dann passt das. Bestimmt wieder einer vom Server gehupt. Ach ja, so ist das. Wieso ploppt denn das eine Fenster jetzt immer auf hier? Ach, ich habe eine Doppelbelegung drauf. Lol. Das muss ich auch erstmal wissen. Gut, naja, dann. So, wir machen das Feld hier auf jeden Fall nochmal fertig. Und dann jo, haben wir es auch für heute geschafft. Dann haben wir es aber geerntet, weggefahren, neu ausgesät. Passt. Kann man am Mitternacht neue Punkte setzen? Oh, das weiß ich gar nicht, Sympathikus. Weiß ich gar nicht. Spätestens morgen wieder im Stream, ne? Ich sag mal, da sollte es drin sein. Und wir werden ja auch noch morgen Abend ein bisschen länger streamen und dann schauen wir mal. Falco, danke dir, ne? Vielen lieben Dank für deinen Raid. Gerne. Und wunderschönen guten Abend an die Hirschfeld-Army, ne? Ich grüße euch. Na, guck mal, der Holzer ganz vorne mit dabei. Sven, moin. So. Und Schornstein ballert auch nochmal Punkte rein. Wenn ihr noch Punkte habt, Leute, wir brauchen noch ein paar Kanalpunkte für den für die zwei 12-Stunden-Streams am Wochenende. Setzt noch ein paar Punkte, ne? Und morgen werde ich was ganz krasses spielen mit dem Steve zusammen, Falco. Es wird mega lustig morgen. Auch eine richtig geile Simulation, aber auf die entspannte Art. Auf die entspannte Art? Ganz entspannte Art, ja. Jetzt bin ich gespannt. Also es wird, wir werden es auch vorher, glaube ich, nicht spoilern. Ich müsste die mal schreiben. Ich habe auch schon ein Bild ready gemacht. Das ist ein Bild für die Götter. Ja, 48% haben wir schon. Guck mal, 50% haben wir erreicht. Sehr gut. Na, Ben, Renzio. Befehl bitte. Was für ein Befehl, Sittenstrolch? Was möchtest du für einen Befehl haben? Das ist kein Befehl. Unten über die Kanalpunkte. Genau. Einfach über die Kanalpunkte unten reinklicken. Auf den Homer mit der Sonnenbrille und dann habt ihr da 12 Stunden Stream Samstag und da könnt ihr Punkte beitragen anklicken. Und es gehen immer maximal 2000 Punkte pro Stream. Ah ja, klar, sicher, mach mal. Wenn du möchtest, gerne auch für die Allgemeinheit. Ne? Du kannst ein bisschen was einen Text dazu schreiben, wenn du Lust hast. Guck mal, jetzt haben wir fast schon 250. Da, guck mal, da kommen die Punkte rein. Sehr gut. Weißt du, der Holzer verschwendet lieber die Punkte hier, um mal Licht einzustellen, weißt du? Das ist halt, ja. Ja, ja. Man muss Prioritäten setzen. Ja, es ist halt so, ne? LS-Bilder, wo rein? Da gibt's einen Channel, LS-Bilder, glaube ich. Pinky Fluffy Mate ballert auch erstmal ein bisschen was rein. Dankeschön. Don, sehr gut. Dankeschön, Leute. Nee, es wird auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel morgen gespielt. Dazu muss ich mir aber wieder was kaufen. Ich habe es nämlich vergessen heute. Ach, einfach der Vergessliche, ne? Einfach vergesslich ist er manchmal. Boah, mich plagt ein Hüngerchen. Kennt ihr? Was spielst du denn morgen? Das will ich ja noch nicht verraten. Ach so. Es wird eine Simulation sein mit dem Steve hier, mit dem Red Cat, spiele ich morgen eine Runde. Und am Simfreitag. Es ist auf jeden Fall eine Simulation. Und es wird ein sehr cooles Spiel, also sehr entspanntes Spiel werden. Knockout, moin, grüße dich. Nichts Neues, Stefan. Ja, ich weiß. Hm.
bin manchmal ein bisschen vergesslich. Liegt am Alter wahrscheinlich. Der Falco ballert auch noch. Falco? Hm. Echt jetzt? Was denn? Ja. Schalke? Was? 12 Stunden Stream voll? Noch nicht ganz. Ich denke, wir werden den morgigen Stream noch dazu benötigen. Also 450.000 Kanalpunkte brauchen wir. Wir haben jetzt 266. Ist schon recht ordentlich, ne? Bestimmt Sims 4. Kann man ja nicht zu zweit spielen. Mit Steve entspannt? Glaube ich noch nicht, Homer. Hä? Mit Steve ist super entspannt zu spielen. Ach ja, Steve hat ja eine, der Steve hat ja eine andere Persönlichkeit in seinen Streams, ne? Stimmt, scheiße, habe ich vergessen. Nein, mit Steve wird lustig. Das wird mega witzig. So, ihr Schnuffis, ich wünsche euch einen verdammt schönen Abend. Jo, dir auch, ne? Danke dir nochmal und wir hören uns am... wann hören wir uns wieder, Falco? Am Wochenende? Wochenende wahrscheinlich nicht. Ah, okay. Liebst du uns so? Dann Dienstag. Dann wahrscheinlich wieder Montag. Oder ich komme mal morgen im Stream vorbei oder so. Ich will ja wissen, was du da morgen tust. Ja, ist schon klar. Ja gut, dann. Juhu, schönen Abend. Ciao, danke, ciao. Tschüss. Was, Lawnmowing Simulator? Also ich denke, da gibt es keinen Multiplayer. Wir können auch den Powerwash Simulator spielen. Den gibt es ja im Multiplayer jetzt mittlerweile. Den gibt es ja mittlerweile. Nee, aber ist es auch nicht. Es wird schon ganz lustig, glaube ich. Guck mal, sind alle weg. Ach nee, der wurde geschoben. Ach so, okay, lul. Goat Simulator. Neuer Simulator? Nicht unbedingt, nein. Lasst euch einfach überraschen, Leute. Da kommt ihr nie im Leben drauf, was es wird. Ihr werdet jetzt nie erraten, was es wird. Es sei denn, der Steve hat es in seinem Stream schon gesagt, was er morgen zockt. Den Witze-Simulator. Nein! Witze, Leute, ich bitte euch. Gibet nicht. Gibet nicht. Nee, morgen ab 19 Uhr. Call of the Wild. Was? Call of the Wild, The Angler? Nee. Wenn, dann heißt es, glaube ich, Call of the Angler. Aber nein, Tarabas, nein. Flachwitze 12-Stunden-Stream? Nein. Hat bestimmt was mit Angeln zu tun. Nein. Nein, es wird nicht geangelt, Leute. Aber wobei, ich weiß nicht, ob Steve das auch hat. Das könnte man eigentlich auch spielen. Graswachsen-Simulator, lol. Ja, ja, nee, auch nicht. Paw Patrol, nein, Leute. Mario, ich danke dir für den Raid. Aber gerne. Dankeschön. Recht herzlich willkommen auch an alle, ja, ne, an alle Hirsche. Ich grüße euch, ihr seid alle hirschifiziert, ne. Allzeit. Ich bin zurück. Was, du bist weg? Bauer Detter direkt aufschreiben, Abmahnung. Nein, Spaß. Alles gut. Gute Nacht, Jürgen. Bau sie und morgen noch fix einen zweiten Joystick kaufen? Nein. Also morgen wird es auf jeden Fall eine Simulation geben. Die habt ihr noch nie bei mir auf dem Kanal gesehen und bei Steve auch nicht. Nur noch der Homer da. Ja, ihr müsst jetzt mit mir leider vorlieb nehmen. Es tut mir leid, Leute. Ne? Es gibt leider keine Option. Schade, ne? Ja, finde ich auch schade. Ne? Ja. Ja. Hat kein anderer mehr live. Ne? Tja. So ist es halt. Patrick, moin. Captain Pablo, hallo. So, wenn ihr noch Kanalpunkte setzen wollt, meine Damen und Herren, ne, und es noch nicht getan habt und gerne 2 12-Stunden-Streams am Wochenende sehen wollt, gerne Kanalpunkte setzen. Unten auf den Homer klicken, Sonnenbrille, blub, rein, 2000, danke. So, Foodtruck Simulator geht auch nicht, Leute, als Multiplayer. Ich will das ja mit dem Steve zusammenspielen. Na? Das wollen wir ja schon machen. Stefan, die Fabriken setze ich hier irgendwie die Tage in einem Update-Video oder so, ja? Ja, mach mal, mach mal. Ja, klar. Dennis, moin. Mach das so. Haut heute nicht mehr hin. Ach, wenn einfach, manchmal an manchen Tagen ist man einfach durch. Ich sag mal, heute habe ich so den ersten Tag mal so ein bisschen Luft gehabt, wo ich auch wirklich draußen war und ich brauchte das auch. Ich habe das ja gemerkt, schön, und habe nicht gemerkt, dass die Drille nicht mehr voll ist. Aber es tat einmal richtig gut, weil die letzten Tage waren echt... weiß ich nicht. Den einen Tag hier war ich auch bis morgens um 1:30 noch hier. Also am Dienstag war ich richtig noch am Hasseln. Ja. Ja. Da bist du auch immer froh, dass solche Tage vorbei sind. Und mit Werner ist jetzt auch so, ne? Wenn er jetzt noch in die Firma muss um die Uhrzeit, ach, das halt auch. Tja, das ist halt manchmal alles schwierig, ne? Aber man macht das ja gerne, ne? Und es gibt auch wieder ruhigere Zeiten. Warte mal, wir müssen hier nochmal ran. Lass uns mal schauen hier.
Sehr gut. Können wir den hier? Ah, jetzt. Sehr gut. Jo, bis dann, Chrissy. Tschüss, tschüss. Guck mal, jetzt kommen die ganzen Punkte rein hier. Dankeschön, Leute. Ups. Wo habe ich denn aufgehört hier? Russian-Fishing? Russian-Fishing ist auch lustig, ja. Thematisch aktuell ein bisschen schwierig, aber ja. So. Ach, da haben wir aufgehört. Sehr gut. So. Huch. Und du zockst morgen eine Runde Bausi, Mario? Ja. Geil. So der Plan. Freue mich schon drauf. Mhm. Also es macht in Amerika, es ist immer, in Europa macht Spaß, ja. Aber ich war gestern echt überrascht über die geile Storyline. Also es war richtig gut gemacht. Mit ATS und ETS. ATS hatten wir erst gespielt, Sepp. Kommt aber bald auch mal wieder. Ja. Also ich fand es mega geil mit der, mit dem amerikanischen Setting. Das ist ja sowieso deins. Und ja, total. Ich fand es auch bei TSW eigentlich diese amerikanischen Züge schon. Die sind schon geil, und ne? Cool. Hat schon. Hast du diesen Rangierauftrag auch schon gemacht? Den mit der dicken Maschine da? Hier bei TSW? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Ah, okay. Ja, ich werde irgendwann nochmal eine Runde vielleicht auch mal im Stream TSW spielen. Also das war schon, wie gesagt, war nicht ganz uninteressant. Weißt du, was ich nicht verstehen kann, ist, warum man Trains in World nicht im Multiplayer spielen kann. Das wäre so geil. Ja, das stimmt. Da hätte ich mega cool. Bock drauf. Da könnte man sich ablösen, verschiedene Dinger fahren, weißt du, auch geile Streams machen. Ja. Das wäre halt einfach so cool. Klar, jetzt werden wir da einige sagen, mit Zufall ist das total langweilig. Also ich finde das interessant. Und wenn du dann so, keine Ahnung, mit 20 Leuten spielst, kannst du ja kompletten Fahrplan da abbilden. Ne? Mit ablösen, kannst auch mitfahren dann und so. Das finde ich halt richtig gut. Ob du mal ETS spielst mit Mods. Boah, ich mag halt, weiß nicht, ich bin in der Mod-Szene nicht so drin, Sepp. Eher weniger. Vielleicht mit Steve irgendwann nochmal. Ich bin da total drauf. Oder auf einem anderen Bahnhof rangieren. Stimmt, rangieren. Das ist auch geil mit mehreren Leuten, glaube ich. Das wäre auch mega cool. Moin, moin, Grüße. Und danke auch für die ganzen Follows. Ne? Dankeschön. Bam, bam, bam. So, Leute. Aber ansonsten spielt sich das schon ganz gut. Also ich sag mal, gerade für so einen Anfänger wie mich im Trains in World, oder du hast ja vorher auch noch nie gespielt, ne? Nee, ich hab wirklich das erste Mal. Ich habe aber wohl auch in dem Video von heute die falsche Bremse gezogen. Ach ja, ist halt so. Die Zuschauer schon gesagt. Ja, bei mir hat der Danny auch wieder was reingeschrieben mit dem PZB, wie das funktioniert. Ich kann mir das nicht merken. Mit dem LZB funktioniert das, aber das andere, das ist mir einfach zu hoch. Die Italien-Map, die Italia, die gibt's schon seit 2 Monaten? 2,5 Monate mittlerweile fast, ja. Aber nicht im Mod-Hub, ne? Also, die gibt's nur auf der offiziellen Edo-Seite. Ja, das neue TSW ist cool. Ich will mir die Tage nochmal X-Plane 12 angucken, aber das weiß ich nicht, ob ich das noch schaffe. Man bräuchte dann ja auch Fahrpläne, die gleichen Strecken, um das zu realisieren. Es gibt ja Fahrpläne, Gijigama. Kannst ja machen. Ich hätte noch Trains in World 2 irgendwo in der Spielebibliothek, habe noch nicht mal rausgepackt. Ah ja, ist ja nicht schlimm. Ich sag mal, für die Leute, die jetzt sowieso noch keinen Trains in World haben, lohnt sich schon der Umstieg. Aber ansonsten, es ist ein cooles Spiel. Aber jetzt jedes Jahr, dass sie ein Spiel rausbringen, finde ich jetzt auch nicht gut, aber gut. Die Main-Strecke ist gut, das stimmt, ja. Ah, okay, ETS mit dicken Volvo, ja, auch nicht schlecht. Die DLCs sind eben viel zu teuer im Vergleich zu anderen. Ja, du kommst aber, du musst ja überlegen, ne? Im Endeffekt musst du mal überlegen, was ist zu teuer? Es gibt durchaus Leute, denen
denen ist das egal, wie teuer das ist, weil das deren Hobby ist. Das ist wie mit Briefmarken sammeln oder Wein oder andere teure Sachen. Wenn die Leute das haben wollen, kaufen die das. Es ist aber auch sehr viel Detailreichtum in den Dingern drin. Das darf man nicht vergessen. Und ist aber selbst, wenn ein LS-DLC mal einen Zehner kostet, sind die Leute ja schon am Rumweinen. Ne? Aber man muss halt immer auch die Käuferschaft sehen. Es gibt auch viele Leute, die gehen noch zur Schule, haben noch keinen Job oder sind da gerade in Ausbildung, haben nicht so viel Geld oder haben grundsätzlich nicht so viel Geld, warum auch immer. Ist ja auch egal. Aber es gibt halt durchaus Leute, zum Beispiel, die auch im Flight Simulator jede Menge Geld lassen. Aber das ist ja optional. Du kannst es ja machen, musst es ja nicht tun. Ne? Das ist ja mal das, was ich meine. Ja. DuffTale versucht das Jahr für Jahr immer dasselbe Spiel, Geld aus dem Sack zu ziehen. Ich kaufe DuffTale höchstens noch im Steam Sale. Ja klar, man kann ja warten bei Steam Sale, ne? Klar. Das Gute ist, wenn man die DLCs für Transim 2 gekauft hat, bekommt man die anderen kostenlos dazu. Das stimmt, ja. Das finde ich auch gut, ja. Der Train Simulator ist was anderes. Die gibt es kostenlos dazu. Die muss man aber trotzdem einmal, glaube ich, anklicken in den DuffTale Shop. Trotzdem einmal. Aber da zahlt man dafür nichts, ja. Ja, es ja, das ist dann schon auch ein faires Konzept, ne? Ja, das finde ich auch okay, ne? Ja. Ja, ohne Steam Sale ist es so teuer. Aktuell DLC ist knapp 1500. Das Spiel für 60. Ja, klar, man muss ja nicht alles haben, ne? Also, aber ja. Und immerhin gibt es das gratis. Es ist aber auch im für die Leute, die jetzt kein Geld ausgeben wollen, für den TSW 3, der ist im Xbox Game Pass mit drin. Ne? Wenn ihr einen Xbox Game Pass habt, ist es gratis mit drin. Ne? Also erstmal austesten, was für euch ist. Da sind ja auch ein paar interessante Strecken dabei. Und so mache ich das immer mit vielen Spielen, die im Game Pass drin sind. Ich teste das und wenn die Spiele mich interessieren, dann hole ich mir die dann auch. Ne? Aber ja. Die LV2 war es, Miles. Die sagt mir was, ja. Die hat der Ansgar, glaube ich, mal in der V1 vorgestellt. Ich habe die ganz kleine, die Mini mit dem Zündschlüssel habe ich. Und ja, sag mir was. Ach, die baust du nach. Ja, cool, dann viel Spaß. Eine Epic Games ist eine andere Plattform. Ich bleibe bei Steam. Ja, gut. Wie gesagt, ne? Gefühlt 100.000 DLCs für das Spiel, was ich habe. Ja, wenn man das mag und wenn man da eine Leidenschaft für entwickelt hat, ist ja wie im LS, da hat man auch alles, ne? Unterschied zwischen einem 2-Euro Wein und einem 20-Euro Wein. Ich kenne mich da nicht mit aus, ich kann es dir nicht sagen. Es gibt auch Weine, die kosten mehrere 100 Euro oder 1000 Euro. Also das kann ich dir nicht sagen, Bulldog. Ich weiß es nicht, ich bin kein Weinexperte. Guten Abend, ich mache es den Vergleich zwischen Fahrzeugen und Preisen. Wenn man es passt, nehme ich mir es zum Beispiel... Was hört sich passt und das letzte DLC von Giants passt auch. Der Preis, darum hole ich mir das. Ja, das muss halt jeder selber für sich entscheiden. Das, so sehe ich das immer. Es wird ja keiner gezwungen, etwas zu kaufen. Das sollte jedem grundsätzlich klar sein. Aber ich sag mal so, aus meiner Sicht ist, sagen wir mal, die LS-Preispolitik vollkommen okay für mich. Ne? Und man muss ja auch den Aufwand rechnen, den man bei so Sachen hat. Ne? Wenn man Sachen baut, die müssen ausgelesen werden, da müssen Soundaufnahmen gemacht werden, da muss das alles in ein Programm reingebracht werden. Also es sind da viele, viele Arbeitsschritte, die dazu notwendig sind. Ne? Also wir müssen aber überlegen, die... Und Wirtschaftlichkeit muss ja auch gucken, ne? Also, wie viel auch ohne kommt, ne? Also sind ja auch viel Content nachgekommen, auch ohne einen Euro, das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, ja, vor allem... Das sind auch diese kostenlosen Sachen, die jetzt immer reinkommen, wie das Valtra-Pack zum Beispiel hier, die Valtra-Maschinen, ne? Die sind halt, warte mal, die werden mal mittleren, ne? Ja. Diese neuen Valtra, die dazugekommen sind, wo sind die jetzt? Warte mal. Die waren noch hier irgendwo, ne? Hier zum Beispiel. Die Q-Serie. Guck mal, alleine die Konfigurationsmöglichkeiten, guck mal. Das ist ja auch nochmal was richtig Cooles, ne? Das heißt, es gibt viele Sachen gratis aktuell. Das gab's gratis? Ja im, gratis. Und das gab es ja im 19er auch nicht. Ne? Gab es nicht. Ne? Oh, ich mach Feierabend für heute. Mario, ich wünsche dir einen zauberhaften Abend. Gutes Nächtle. Tschüss. Du bist wieder wach, Randy? Ich war gerade bei McDonald's. Ach, du warst bei Mc's? Oh ja. Was gab's Leckeres, Randy? Hast du mir was mitgebracht? Double Cheeseburger und 900 Chicken McNuggets. Ja, und für sie eine Diätkohle. Ach, scheiße. Ach. Ja, verdammt. Aber
Hattest du die App nicht drauf? Es gab doch 20er Chicken für 5,99. Ja, aber... Ist zu viel, sagst du? Ne, ja, erstmal ist es zu viel und zweitens soll ja keiner denken, dass ich auf die Coupons angewiesen bin. Ach so, aber ich nutze immer die Coupons, wie ein Couponjäger. Also ich nutze sie gerne. Hashtag Geringverdiener. Ja, aus dem Weg. Was? Och nö. Was? Was? Hä? Och nö. Zu viel, lol. Nein, wieso zu viel? Hä, ich finde voll lecker. Ich finde das voll gut. Guten Morgen, Randy. Maggis ist immer eine gute Idee. Da schreibt Terabas. Fermier habe ich mir jetzt nicht geholt, weil Preisleistung nicht war. Fünf sagt, ja, alles gut. Wir sind gerade hier über Preispolitik. Wir haben bei TSW 3 sind wir eingestiegen, dass halt die DLCs von Dovetail halt so teuer sind. Und jetzt sind wir bei MLS noch ein bisschen gelandet. Das war alles noch unten drunter. Aber noch teurer neben TSW oder Dovetails ist der Flight Simulator. Der, das ist die wollmichlegende, ne? Ja, ja. Hier, Dingenskirchen, ihr wisst schon. Also Flight Simulator alleine für Flughäfen, wobei ich finde die Flugzeuge, hier zum Beispiel von hier die PMDG, die habe ich ja auch, und die Phoenix, die halt wirklich detailliert sind. Also wenn du die wirklich aktiv fliegst und halt mehrere hundert Spielstunden damit nutzt oder so, ne, dann lohnt sich das schon, glaube ich. Wollte mir das LV2 kaufen, als ich fertig gespart habe, kam die V3 raus. Ach so, ja gut. Ach, von Seitenkonsoleninfo, ja. So, ich lass das Ding mal fahren, bin aber auch gleich fertig. Guns N' Roses Pack werde ich mir wahrscheinlich nicht holen, da mir das nicht so zusagt. Ja, klar, natürlich. Also es ist auch nicht jedermanns Sache, Gülle ballern, ne? Aber ja. Da muss man hart reinsuchten, um alle DLCs, die ganzen, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, irgendjemand hat, glaube ich, mal ein Video gemacht. Ich glaube, der hat bei 10.000 Euro aufgehört oder so. Das war hammer viel. Es gibt ja auch immer so Payware durch Third-Party-Anbieter, also durch andere Anbieter. Das ist schon sehr krass, ja. Ja, die V3 ist ja nochmal teurer geworden als Konsole. Aber wenn ihr sowieso so eine Konsole braucht oder auch gerne LKW-Simulation spielt oder Bus-Simulation, wartet auf das Teil von Aerosoft. Das ist echt gut. Also das ist der Prototyp, den wir gesehen haben. Also ich fand den gut. Die sind doch irre. Ja, ist immer so ein Sinnstreich. Das ist echt teuer, ja. Wenn du überlegst, so ein durchschnittlicher Flughafen, wenn er gut gemacht ist, kostet zwischen, wenn er nicht im Angebot ist, zwischen 14,99 und nee, sagen wir 12,99 und ich glaube, den teuersten, den ich mal gesehen habe, war 34 Euro oder so. Und die Flugzeuge kosten, es gibt noch nicht so viele, aber kosten so zwischen 60 und 100 Euro. Also die, dann hast du nochmal Flugzeuge, die auch ein bisschen günstiger sind. Und ja. Und dann ist nur die Software, wenn man dann noch ein halbes Vermögen für geilste Hardware ausgibt. Ja, da, die Hardware ist auch krass, ja. Da kannst du auch mal ein paar tausend Euro lassen, ne? Habe ich mir angeschaut, wäre für mich für ETS was, ja gut, eher auch für, es ist ein großes Lenkrad, ne? Mal sehen. Da gibt es doch einige andere Sachen. Wie war das? 2 Petabyte im Flugsim? Ja, so ungefähr, wenn du alles runterlädst, ja. Das ist schon heftig. Ja, mit allen Erweiterungen, ja. Was machst du heute noch schöne zu, Danny? Entspannen ein bisschen. Die Mission fertig machen hier. Ah, okay. Wir hatten uns vorhin schon gewundert, weil du noch auf dem Server warst. Ja, CP lief. Ach so, CP. Irgendwann hat CP irgendwas blockiert gehabt. Ja. Ja, geil. Ja, wir wussten, ich hätte es Bescheid gesagt, hätten wir mal zwischendurch geguckt. Es war jetzt eher spontan. Ach so, auf spontan, okay. Auf spontaner Basis. Na ja, gut, dann geht's noch. Noch Fressen geholt. Ach ja. Mit der Pizza heute Mittag nicht satt geworden. Ich habe aber auch schon wieder Hunger, ey. Weiß nicht, ich habe auch relativ früh gegessen heute. Ich glaube, waren wir da 14 Uhr oder so. Ja. Gute Joysticks und so weiter im Vollausbau waren 4,5, 5, ja, kann man so sehen, ne? Ja, ich habe auch einen Burger mit Pommes gegessen. Das war es eigentlich. Das ist nicht so viel. Leute, früher habe ich nichts gegessen. Doch, ein Stück Baumkuchen.
Danach. Ja. Ein Kaffee halt. Das war's. Zu Fuß haben wir ein Auto. Mit der U-Bahn war ich unterwegs. Zu Fuß, ja. Also bis zum Limbecker gefahren und dann nur rumgelaufen durch die Stadt. Ja. Also ich fahre nach Essen nicht rein mit den Dingens. Kommt auf den Burger an. Ja. Es hat gereicht. Vor dem Stream, ne? Was ich aber schlimm finde, ist, ich habe das manchmal, da habe ich keine Zeit. Randy kennt das. Dann isst du gerade vor dem Stream und hast eine Fresskoma und startest den Stream und bist total fertig. Mhm. Das hatte ich schon öfter mal gehabt. Da war ich so durch. Dennis, gute Nacht und auch an alle anderen, die schlafen gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach ja. Da gab es einen, der war besser, hatte ca. 12 Euro gekostet. Von Sierra. Ah, okay. So ein schicker 600 Gramm Burger. Ja, wir sprechen jetzt in normalen Dimensionen, ne? Aber Five Guys ist auch nicht günstig hier, diese Burger-Franchise-Geschichte, wo ich heute essen war. Aber lecker, finde ich. Also. Gut gemacht. Für zwei Pommes, zwei Cola und zwei Burger. 37 Euro Mahlzeit. Wie viele Burger hast du gefressen? Nee, ich habe einen gegessen. Ich war mit meiner Frau ja unterwegs heute. Ach so. Ja. Urlaub oder was? Ja, die geht morgen wieder rein. Ja, die hat jetzt heute den letzten Tag. Da habe ich gesagt, komm, dann machen wir noch mal was. Ein bisschen was, noch mal ein bisschen in die Stadt. Da haben wir hier ein bisschen geguckt, da ein bisschen geguckt. Und ja, war ein bisschen den ganzen Tag unterwegs. Das ist normal vom Preis, ja, das stimmt, ja. Aber es war wirklich lecker und frisch, ne? Also es war jetzt nicht so... Dingens. Und die machen auch die Pommes. Sie haben so selber geschnibbelte Kartoffeln und die Pommes machen die mit Erdnussöl oder so. Ja gut, das ist natürlich schon krass, ne? Es gibt ja auch so XXL-Häuser, ne? So XXL Schnitzelhäuser. Das kannst du mal essen, aber weiß ich nicht. Ach, du meinst den... Ja gut, okay. Das stimmt auch wieder, ne? So. So, gucken wir mal hier. So, guck mal, der ist direkt wieder. Guck mal, sauber und repariert, ne? Tipptopp. Nur tanken muss man manuell. Ja, dann. Viel Spaß auf jeden Fall.